Also ein gewisser Teil ist natürlich immer wiederkehrend, aber es sind doch immer andere Aussteller, immer andere Bedürfnisse, die andere Wünsche haben und es sind immer wieder kleine Herausforderungen dabei, die man im Team dann gemeinsam lösen muss. Und das ist natürlich schon manchmal, dass man da nachts davon träumt, wie man manche Dinge lösen kann und tüftelt darum und bleibt immer spannend auf jeden Fall, ja. Wir haben ja für die Messe ungefähr 3000 Montagestunden zusammengerechnet, haben dafür nur wenige Tage Zeit. Das heißt, es ist ein riesengroßes Team, das hier die Räume ausstattet, die Stände baut, die Soundkabinen baut. Ja, da kommt man schon immer mal wieder ins Grübeln, weil ja, es ist nicht einfach, den Überblick zu behalten. Und wo der Druck dann abfällt, das ist die Situation, wenn man am Abend vor der Messe wirklich weiß, man hat jeden Stand übergeben, man bekommt gutes Feedback von den Ausstellern und es wird ruhig in der Messehalle. Die Gangläufer werden verlegt. Das ist dann so ein Moment, wo man mit gutem Gewissen nach Hause geht und sagt, ja, wir haben es wieder geschafft. Also ich habe tatsächlich gerade schon ein paar Dinge gesehen, die ich verbessern könnte nächstes Jahr. Also man nimmt schon auch was mit, wo man sieht, das geht noch anders. Aber ansonsten ist man einfach nur happy, wenn man die ganzen Aussteller sieht und auch die ganzen Besucher, was hier los ist. Ja, ich habe schon fast wieder ein bisschen Wehmut, weil der Aufbau, auch wenn es spannend ist, macht es auch wirklich großen Spaß. Und die Messe ist einfach was Besonderes. Und ich weiß jetzt einfach, es ist in 2-3 Tagen wieder vorbei. Und ja, da kommt schon wieder fast die Vorfreude auf die nächste High-End, auch wenn die noch nicht mal zu Ende ist.